funky ass bassline. Innenarchitektur. Was ist falsch an Außenarchitektur? Malerei. Das kannst du nicht bringen, wenn du bei schöner Künste bist. Nektar. Der Lebenssaft von Pflanzen oder etwas viel Unheimlicheres. Nehmen wir mal den. Der hat 2 Sterne. Das letzte Mal hat man eins mit 1 Stern. So. Ah, der Miles will was von dir. Was will er denn? Über Kälte reden. Von mir aus. Zubereiten. So. So, dann rede mal. Ich höre zu. Ah, Gunadatta. Sie will mit ihm drüber reden. Nabi Chogo. Oh, Bro, Nachogo. Es ist so arschkalt. Ich friere mir gleich den Arsch. Funip Laplord. Die Pintadag. So, gut. Wenn sie Texto Hassel. Beschwerde anhören. Über etwas Banales beschweren. Ich habe meinen Fingernagel abgebrochen. Das tut so weh. So, gleich geht doch dein Protest los. Dürftest schon mal düsen. Aber vielleicht geht's ja gleich von alleine. Ja, jetzt hat. Schneit's auf einmal wieder. Dieses Wetter weiß auch nicht, was es will. So, ein Hungerstreik. So, kriege ich hier irgendwo wieder ein Podest. Ach, da ist mein Podest. Jetzt habe ich es gefunden. Nicht betrachten. Sprechchor. Menge aufstacheln. Sprechchor. Leidenschaftliche Rede. Sprechchor. Sprechchor ist immer gut. Los! Ja, die schreien das gleiche wie letztes Mal. So. Textnachricht. Ne, die lesen wir jetzt nicht. Über Banalitäten geredet, das ist auch lustig. So. Ich mach jetzt mal schneller. Den Sprechchor kennen wir ja jetzt schon. Boah, sie haben alle Hunger. Oh. Verliert an Schwung, das ist nicht gut. Wir haben noch nicht mal angefangen. So. Los. Sprechchor. Los. Jetzt kommt die schwungvolle Rede, die leidenschaftliche. Jetzt war der Haare. Kimberly Medina. Yay, ich bin eine Stufe aufgestiegen bei den Rebellen. Yay, der Protest war ein voller Erfolg.
siegreichen Protest feiern. So ich finde die Luftballons so lustig. Da kann man voll durchgucken. Meiner ist am schönsten. Ja, der fliegt da hoch. So, aufwärmen. Gute Idee. Du hast ja die ganze Zeit auch nichts angehabt, Mädel. So. Bisschen nach Hause. Ich glaube, das mit dem Protest mache ich öfter. Einfach mal schnell gegen jämmerliches Gehalt protestieren und dann... Abmarsch. Tofu Hot Dog. Macaroni mit Käse. Das ist lecker. Das ist immer gut. War jetzt eigentlich der Handwerker da? Schaut so aus. Ich kann damit nichts mehr machen. Siegreicher Protest. Für Audrey ist es ein tolles Gefühl, mit einem erfolgreichen Protest eine Veränderung zu erwirken. Der nächste wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Nö. Gewöhnlicher Protest organisieren. Ah, den machen wir mal. So, jetzt kostet das schon was. Was Leckeres. Mm. Oh, ich krieg schon wieder Hunger. Hallo, du sollst das essen. Ich hab die abgefahrene Saftparty verpasst. Oh mein Gott. Ist das ja überhaupt nicht schlimm. So. Schön essen. Brav, brav. Hey, warum hast du den Teller nicht gleich mitgenommen? Weil sie lieber zweimal laufen will. Wo gehst du denn jetzt hin? Aha, da oben war ein Teller. Und das hat sie genau gewusst. Hm. Okay, jetzt sind wir hoffentlich fertig. Darf sie noch duschen gehen. Und ins Bettchen hüpfen. So, schlafen. Denn es beginnt ja schon wieder der nächste Schultag. Ach du Scheiße. Schnell ins Bett. Und wenn, dann ist es auch nicht schlimm. Dann schlafen wir halt wieder im Unterricht. Geht ja so schnell. Aber sie sollte jetzt doch ein bisschen schlafen. Bisschen wenigstens. Die Blumen von Pflanzen sind so cool. Und flupp, weg sind sie. Ob da im Bett auch Blümchen wachsen? Ich sehe keine, aber das sind Blümchen-Bettwäsche. So, ein bisschen schneller. So, jetzt ist er gleich ausgeschlafen. Beziehungsweise es ist gleich 6 Uhr. Genau, und um 6 stehst du auf. Du hast eh da deine Dosen dabei, also ist es wurscht, ob du Hunger hast. So. Los, 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 los. Jut, aufsteigen. Darfst gleich eine Soda trinken. So, anscheinend guckt unten noch wer fern. Da darfst du dich ein bisschen anschließen. Oder auch nicht. Egal, guckst einfach fern. Oder auch nicht, denn der Kurs geht los. Dann laufst du zum Kurs. So, anscheinend ist schon wieder so warm, dass sie keine Winterkleidung mehr braucht.
Die läuft nur noch ohne rum. So, jetzt darfst du ein bisschen schlafen. Ein bisschen Textnachrichten an Freunde schicken. So. Und es ruhig angehen lassen. Ja, wie ich mir gedacht habe. Spielt sie wieder ein bisschen Gitarre und alles ist hier gut. So. Gucken wir mal, was so passiert. Ja, der ganze Schnee ist weg. Wie geil. Der Schnee ist weg. Wassermelonpflanze. Normal. Seltenheit ungewöhnlich. Bist denn? Ach, du brauchst jetzt noch nicht nach Hause gehen. Eins mit der Natur. Oh la la. Attraktive Gesellschaft. Die ist jetzt weg. So, lass das nochmal weg angehen. Spielst ein bisschen Gitarre wieder draußen oder sonst wo. Dann haut es auch schon. Boah, Leute, ich bin voll müde. Aber ich halte noch ein bisschen durch. Mal gucken, was der Rico macht. Und jetzt wieder zu mir gucken. So. Was ist denn da los? Zu Wohnheim gehen. Aha. Na gut. Wo hat der Werwolf flitzt, aber. So, spielst du hier ein bisschen für Trinkgeld. So. Jo, was haben die an? Ah, wenigstens einer hört mir zu. So. Yay, das steigert das Ganze. Nicht immer jubeln. Schmeiß rein. Perfektionieren. Ja, das nehmen wir noch. Zwei haben wir noch. Was schäme ich mir eigentlich? Wegen der Zwischenrufer. Yo, sag bloß, ist ein Paparazzi da. Da ist ein Paparazzi. Das ist schön. Es ist noch sehr kalt. Aber es wird schon. Oh je, Vollmond. Zombies! Oh mein Gott! Das sind eh noch keine da. Naja. Gibt es eigentlich an der Uni Zombies? Ich habe noch keine gesehen. Zumindest ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Doch, da kommt einer. Hauptsache alle tanzen und keiner hört mir zu. Gehen der Zombie hin. Pflanzen versus Zombie. Der geht jetzt bestimmt was essen. Ach nee, der will den da anfallen. Der Hunger. So. Oh, Zähne klappern. Dann gehen wir lieber. Ich bin so gut wie eingefroren. Hohoho, das war jetzt anscheinend sehr kalt. So, trink was.
Super. Du sollst es trinken, nicht über dich schütten. Hallo? Trinken. So ist besser. Blub, blub, blub. Duschen. Juckt nochmal der Schädel. Und dann ist der Tag eh schon wieder gelaufen. Bringen wir die Woche sehr schnell hinter uns. Mann, ohne Musik ist es einfach langweilig. Aber ich werde aus guten Gründen keine CD-Player mehr dahinstellen oder Radios. Radios. Naja. Jetzt gucken wir mal. Wie lange schläfst du jetzt noch? Bis 6 Uhr. Okay, du schläfst also komplett durch. Wo kommt der Zombie? Da ist er ja. Ah, es regnet. Jetzt läuft der Zombie weg. Boah, ich mag Gewitter. Habe ich das schon mal gesagt? Ich liebe Gewitter. Einfach, wenn man dann so schön im warmen Zuhause sitzt und es gewittert draußen und draußen ist es eigentlich eiskalt. Das ist so ein schönes Gefühl. Und ich liebe das. Was kannst du jetzt noch nicht lernen? Bett machen? So. Ach, du saufst jetzt einfach bloß mal eine Dose. Soziales. Da will ich schon mehr nach deinem Tag fragen. Oder du fragst nach dem Tag. Soll mir recht sein. Die hat ein Nachthemd an. Voll lang. Was ist denn da drauf? Das Universum. Und UFOs. Cool. Raketen. So, der Kurs beginnt bald. So, freundlich. Shaka. Einschlagen. Die hat dich verarscht. Ist das gemein. Mal nochmal einschlagen. Wieso muss ich mich entschuldigen, wenn die mich dann dauernd verarscht? Plaudern halt. Ah, die ist reich. Okay. Anhören. Zu harter Arbeit gratulieren. Kannst du schon mal machen.